Hallo meine Lieben, ich werde immer wieder von euch gefragt, ob es denn da etwas gibt, das wir schon von Außerirdischen empfangen haben. Ein Signal aus dem Weltraum, von einer außerirdischen Zivilisation. Dabei habe ich euch bereits schon längst davon berichtet. Ein Hinweis darauf, dass wir bereits ein solches Alien-Signal empfangen haben. Und dieses ist genauso, wie man es erwarten würde, mathematisch. Und die Entschlüsselung dessen ergab unter anderem das Periodensystem der Elemente. Wenn also etwas so aussieht wie ein Apfel, so schmeckt wie ein Apfel, ist es dann nicht real? Am heutigen Samstag möchte ich euch noch einmal dieses Alien-Signal näher bringen, gut dokumentiert von niemand Geringerem als der NSA, der Nationalen Sicherheitsbehörde der USA, jahrzehntelang geheim gehalten, so dass es nach dem ersten Auftauchen aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit verschwunden ist. Empfang zu einer Zeit, als wir zum ersten Mal den Weltraum betraten. Diese einzigartige Nachricht aus dem Weltall, warum diese mehr denn je als echtes Zeichen einer außerirdischen Intelligenz angesehen wird und vieles mehr, erfahrt ihr im heutigen Beitrag. Und wenn ihr noch mehr aktuelle News und spannende Videos aus der Welt der UFOs, Aliens und Mysterien sehen wollt, dann abonniert doch auch meinen Kanal, aktiviert die Glocke und liked und kommentiert das Video. Da freue ich mich dann immer sehr. Jetzt geht es aber los, wie immer direkt nach dem Intro. Sputnik 1, der erste künstliche Satellit, der von der Menschheit ins All gesendet worden ist. Es sollten nicht die Amerikaner sein, die diesen Meilenstein erreichten. Am 4. Oktober 1957 wurde Sputnik 1 von einer großen Startrampe in Baikonur gestartet, in der Sowjetunion. Die Trägerrakete Sputniks war eine Weiterentwicklung militärischer Interkontinentalraketen. Der Satellit selbst hatte nur eine recht geringe Größe. 58 cm betrug sein Durchmesser, knapp 84 Kilo schwer. 3 Monate lang sollte Sputnik 1 unsere Erde umkreisen, bis er schließlich am 4. Januar 1958 verglühte. Seine kurze Lebenszeit sollte die Welt ein Stück weit verändern. Das erste Signal von Sputnik ging um den Globus. Das unverkennbare Piepen ist auch heute noch fast jedem bekannt, der sich ein wenig für die menschliche Raumfahrt interessiert. Die kurze, aber bedeutsame Episode der Menschheit soll aber noch etwas ganz anderes zutage gefördert haben. Eine weitaus bedeutungsvollere Erkenntnis. Dutzende Signale, die nicht von uns stammen. Zu dem Zeitpunkt aufgefangen, als eben jener erste Satellit der Menschheit die Ebene zwischen Erde und Weltraum übertrat. 29 Nachrichten, die Sputnik 1 empfangen hat. Und dass dies nicht einfach nur eine Legende unter UFO-Interessierten ist, belegt ein Dokument der National Security Agency, der amerikanischen NSA. Was steckt hinter den Nachrichten? Haben wir schon vor 65 Jahren die Signale empfangen, wonach das SETI-Institut heute immer noch sucht? Eine Botschaft Außerirdischer? Und wenn ja, wie lautet sie dann? Nicht viele kennen dieses einzigartige Dokument, und doch ist es für jeden verfügbar. Veröffentlicht auf der offiziellen Webpräsenz der NSA. Der Beweis für den Kontakt mit Außerirdischen. Downloadbar unter dem Titel NSA Technical Journal, Volume Römisch 14 Nummer 1, Key to the Extraterrestrial Messages, Schlüssel zu außerirdischen Nachrichten. Die Veröffentlichung des Dokuments hat ebenfalls eine sehr sonderbare Geschichte. Es wurde bereits im Oktober 2004 freigegeben. Seltsamerweise hat es noch 7 Jahre gedauert, bis es dann tatsächlich den Weg zu uns fand. Obwohl es zur Veröffentlichung freigegeben war, hatte die NSA es zusammen mit hunderten anderer NSA-Dokumente über den Kontakt mit UFOs und Außerirdischen blockiert. Erst als Peter Gersten, ein Anwalt aus Arizona, Klage einreichte, begann der schlussendliche Prozess zur Veröffentlichung. Die NSA verlor das Gerichtsverfahren und musste der Anordnung des Richters Folge leisten und das Dokument freigeben. Im April 2011 wurde es dann ganz offiziell auf der Internetseite der NSA zugänglich gemacht.
Die eigentliche Sensation sollte aber nur wenig Beachtung finden. Man muss sich natürlich fragen, warum dem so ist. Denn was dort berichtet wird, ist ein riesiger Sprung für die Menschheit, wie es einmal Neil Armstrong beschrieb, als er den Mond betrat. Eine andere historische Figur soll ebenfalls viel früher davon gewusst haben, schon 4 Jahre nach dem Empfang des Signals. John F. Kennedy, der 35. Präsident der USA. Viele, die sich mit den Sputnik-Nachrichten beschäftigt haben, führen eine ganz bestimmte Rede JFKs an, jene vom 27. April 1961, 3 Monate nach seiner Ernennung zum Staatsoberhaupt. Sie soll die Wichtigkeit der Transparenz solcher weltumspannenden Informationen verdeutlichen. Die Gefahren einer übermäßigen Verschleierung von Tatsachen überwiegen bei weitem die Gefahren, die zu ihrer Rechtfertigung angeführt werden. Es besteht eine sehr große Gefahr, dass ein angekündigtes Bedürfnis nach erhöhter Sicherheit von denen aufgegriffen wird, die bestrebt sind, seine Bedeutung bis an die Grenzen der offiziellen Zensur und Verschleierung zu erweitern. Ob Kennedy wirklich mehr wusste, können wir heute nicht endgültig klären. Die 60 Jahre alten Worte haben allerdings heute mehr als denn je an Bedeutung gewonnen. Was enthält das NSA-Dokument? Beschreibt es die Entschlüsselung einer Alien-Botschaft? Und ist es echt? Das historische Stück mit dem Namen Key to the Extraterrestrial Messages enthält eine Reihe von 29 Nachrichten, empfangen aus dem Weltraum. Der Hauptautor ist ein gewisser Dr. Campaign, über den wir später noch mehr erfahren werden, denn er ist ein wichtiger Faktor für die Echtheit des Dokuments. Einer der interessantesten Beschreibungen aus dem NSA-Dokument ist wohl diese hier, und die folgenden Zeilen machen eindeutig klar, worum es wirklich geht. Kürzlich wurde eine Reihe von Funksprüchen aus dem Weltraum empfangen. Die Übertragung war nicht kontinuierlich, sondern durch Pausen in Stücken zerschnitten, die als eine Einheit betrachtet werden können, da sie sich ständig wiederholten. Die Pausen werden hier als Satzzeichen angezeigt. Die verschiedenen Kombinationen wurden durch Buchstaben des Alphabets dargestellt, damit die Botschaften aufgeschrieben werden können. Jede Nachricht außer der ersten werden hier nur einmal angegeben. Die Seriennummer der Nachrichten wurde für jede Referenz angegeben. Diese verschlüsselten Nachrichten sind laut dem Dokument über den Sputnik 1-Satelliten empfangen worden. Damals aber habe niemand eine Ahnung gehabt, wie man sie entschlüsseln könne. Wie sie von der sowjetischen Raumfahrtbehörde an die Amerikaner gelangt ist, gibt das Dokument ebenfalls nicht an. Ken Pfeiffer von der weltweiten UFO-Organisation MUFON beschreibt es so. Am 21. Oktober 2004 gab die NSA den zu veröffentlichen Teil ihres NSA Journals Volume Römisch 14 Nummer 1 frei. Es ist ein Bericht von einer Präsentation von Dr. Howard Campaign für die NSA. Er sprach über die Dekodierung von Übertragungen, die aus dem Weltraum empfangen wurden. Augenscheinlich wurden diese Übertragungen über den Sputnik 1-Satelliten erhalten, aber niemand konnte sie damals entschlüsseln. Dr. Howard Campaign und einige andere Supermathematiker der NSA hatten die Aufgabe bekommen, diese Nachrichten zu dekodieren. Demnach hatten Dr. Howard Campaign und einige andere NSA-Mathematiker bei Erhalt der Botschaft die Aufgabe bekommen, die 29 Nachrichten zu entschlüsseln. Campaign selbst war zu seiner Zeit einer der besten Kryptologen der Welt. Als Captain der US Navy war er hauptsächlich als Kryptoanalytiker tätig. Zwar dem Militär angehörig, aber mehr mit der Mathematik als Wissenschaft beschäftigt. Seine Karriere als Kryptoexperte begann schon im Zweiten Weltkrieg. Seitdem war er ein wichtiger und integraler Bestandteil der US-Geheimdienste. Er gehörte einer sehr kleinen, sehr erlesenen Gruppe an, die als die Speerspitze der Kryptologie galt. Ist das Dokument also echt? Haben wir schon längst eine Nachricht aus den Tiefen des Alls empfangen? Von einer intelligenten außerirdischen Zivilisation? Und wie lautet sie? Nicht nur Campaigns Beteiligung will die Echtheit des NSA-Dokuments bestätigen, auch der Wortlaut selbst. Zweifler sagen aus, dass die Schriften nur einer Übung dienten, eine theoretische Nachricht, die die Kryptologen vor einer schier unlösbaren Aufgabe stellen sollten. Doch Analysten und Insider verneinen dies. Es gebe keinen Zweifel an der Authentizität.
Der Wortlaut des Dokuments sei überwältigend. Normalerweise sei eine solche Übungsbeschreibung mit Konjunktiven gespickt. Hätte, würde, könnte, möglicherweise angeblich. Doch in diesem Fall ist es nicht so. Dieses Dokument enthält keiner der üblichen NSA-Disclaimer-Worte. Sie kommen einfach heraus und sagen, wir haben Nachrichten aus dem Weltraum erhalten. Das Dokument, die Nachrichten scheinen also echt zu sein. Seine Entschlüsselung stellte die NSA-Kryptologen dennoch vor eine große Herausforderung. Campaign konzentrierte sich bei der Dechiffrierung auf eine Reihe von Informationen, die sich als mathematische Gleichungen herausstellten. Genau das, was man erwarten würde. Die universelle Sprache, die im ganzen Universum existieren müsse. Auch wurde herausgefunden, dass die 29 Botschaften eine Auflistung aller Elemente in unserem Periodensystem enthalten. Allerdings gibt es unter den Nachrichten auch Teile, die bisher noch nicht übersetzt werden konnten. So gäbe es Wörter, die sie übersetzt haben, und einige Wörter, die sie noch nicht verstehen könnten. Wobei die Bezeichnung Wörter stets in Anführungsstrichen gesetzt wurden. Wahrscheinlich, weil man keine bessere Bezeichnung für diese seltsame Aneinanderreihung hatte. Campaign nennt im NSA-Dokument auch ein Beispiel für diese unverständlichen Worte. So gäbe es ein Wort, von dem man weiß, dass es ein verbindendes Wort ist. Es verknüpfe zwei oder mehrere Aussagen miteinander. Die Übersetzung dessen stellt die Kryptologen aber vor einer bisher noch nicht gelösten Aufgabe. Die 29 Nachrichten sehen für uns wohl nach nicht viel aus. Eine Aneinanderreihung von Buchstaben. Aber was sollen wir als Laien schon erkennen, wenn es gar die besten Kryptologen vor die Herausforderung ihres Lebens stellt? Auch das berühmte Wow-Signal zeigt uns schließlich nur eine alphanumerische Kombination. Zahlen und Buchstaben, mit denen wohl nur Astronomen etwas anfangen können. Fest steht, auf der offiziellen Webseite des größten Auslandsgeheimdienstes der Welt ist ein Dokument vertreten, das den Kontakt zu einer außerirdischen Zivilisation beschreibt. Das Wissen um seine Existenz würde wohl so einige Menschen auf dieser Welt erschrecken. Bleibt es darum in der Öffentlichkeit so wenig bekannt? Was haltet ihr von dem NSA-Dokument? Und was hat man uns damit mitteilen wollen? Sind die 29 Nachrichten einfach nur ein auf sich aufmerksam machen? Oder ist es tatsächlich nur eine Übung gewesen? Schreibt mir wie immer eure Meinung dazu in die Kommentare. Bis dahin, Augen auf und bis zum nächsten Video.